Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es mal nach sehr langer Zeit wieder einen Bücherhaul. Und ja, ich habe ordentlich eingekauft. Und zwar hier. Und ich dachte mir, ich zeige euch das heute einfach alles mal. Und ich habe Schluck auf, was mich sehr nervt. Ich hoffe, das stört im Video nicht. Und ja, dann würde ich sagen, let's go! Zuerst habe ich mir 3 Bücher bei Amazon bestellt. Also es sind alles gebrauchte Bücher. Und ja, die habe ich mir bestellt, weil die zu meiner einen Reihe gehören und da fehlten noch welche. Und ich würde sagen, wir packen das mal aus. Und zwar habe ich da zuerst das hier von Stephanie Erlenbach, Alpenblues und Hüttenflirt. Das ist von der Rebella-Serie und ich liebe diese Bücher. Das sind richtig, richtig schöne Jugendbücher und ja, das ist auf jeden Fall eins davon. Dann habe ich das hier und zwar ist es von Katrin Lenkers, Love Train. Gehört auch zu der Rebella-Serie und wie gesagt, ich liebe diese Serie, aber es gibt halt so gut wie kaum noch Bücher davon, deswegen muss ich mir die alle gebraucht bestellen. Und das ist auch ein Jugendbuch und hier geht es um einen verrückten Roadtrip quer durch Europa und da bin ich mal sehr gespannt und freue mich schon drauf. Und dann habe ich noch das hier, gehört wohl angeblich auch zu der Rebella-Serie, deswegen habe ich es mir einfach bestellt. Und zwar ist das von Gabriele Dichler, Herz über Bord, ist auch ein Jugendbuch und da geht es halt um eine Kreuzfahrt und ein Mädchen und ein Jungen und sowas. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das ist und freue mich auf jeden Fall drauf, das zu lesen. Dann habe ich hier das hier und zwar habe ich zum ersten Mal bei Rebuy bestellt. Ich habe da noch nie was bestellt, aber ich dachte mir, ich probiere es einfach mal. Ich muss vorab dazu sagen, ich habe immer Bücher ausgewählt, die entweder sehr gut im Zustand sind oder gut. Und was ich teilweise für Bücher bekommen habe, wo ich mir so denke, das wird als gut oder sehr gut verkauft, ist schon ziemlich bedenklich, weil die Bücher sehen, manche sehen aus, als wären sie schon 5000 Mal gelesen worden. Und ja, ich würde sagen, ich pack das jetzt einfach aus und so sieht's aus. Und zwar habe ich mir zuerst Harry Potter bestellt und der Stein der Weisen von Joanne Rowling. Ich weiß nicht so direkt, wie die ausgesprochen wird. War das der erste Teil? Ich habe ehrlich gesagt nie einen Harry Potter Film geguckt, weil ich damit einfach nicht so wirklich was anfangen konnte. Aber ich dachte mir, ich fange einfach mal an, die Reihe zu lesen. Vielleicht gefällt sie mir ja und dann werde ich den zweiten Band oder sowas kaufen. Ja, das ist auf jeden Fall der erste Band. Dann habe ich mir was richtig Cooles bestellt und zwar das hier. Ja, Die wilden Hühner von Cornelia Funke. Ich habe diese Filme über alles geliebt, ja. Und ich dachte mir einfach, die Bücher sind eh mega dünn, warum lese ich nicht einfach mal die Reihe? Und da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Ich denke mal, das kennt man auch. Dann habe ich mir das hier bestellt und zwar ist das von Morten Rue Bootcamp. Da geht es halt einfach um einen Jungen, der in ein Erziehungscamp muss, obwohl er gar nichts gemacht hat. Und das ist echt ein brutales Umerziehungscamp und ja. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und das sieht auch man an der Seite auch schon ziemlich, ich komme gerade nicht aufs Wort, ziemlich schlimm aus. Dann habe ich mir das noch bestellt und zwar ist das von Rick Yensay, Die fünfte Welle. Das kam ja auch im Kino, vielleicht haben das einige gesehen. Da geht es halt einfach um so einen tödlichen Virus und um so, also die erste Welle brachte Dunkelheit, die zweite Zerstörung, die dritte ein Virus und die vierte, oder nach der vierten Welle gibt es nur noch eine Regel fürs Überleben, traue niemanden und ja, da geht's, ich kann es schlecht erklären, aber da geht es halt einfach irgendwie um ein Mädchen und sowas, was dann sich retten konnte und jetzt versucht zu überleben. Ich habe den Film leider nie gesehen, aber ich bin mal gespannt, wie das Buch sein wird. Dann habe ich das hier und zwar von Isabel Abedi, Whisper. Und ich liebe diese Arena-Thriller. Und ja, hier geht es halt einfach um ein Haus, wo jemand neu einzieht. Und in dem Haus passieren halt komische Dinge. Und ich liebe sowieso diese Arena-Thriller. Die sind richtig, richtig gut für Jugendliche und kann man auch als Erwachsene lesen. Aber da bin ich echt mal gespannt. Ich wollte das Buch schon ewig haben, deswegen habe ich es mir bestellt. Dann habe ich das hier und zu dem Buch muss ich echt sagen, das sieht echt schlimm hier an der Seite aus. Also ich weiß nicht, was manche mit ihren Büchern machen, aber egal, es ist auf jeden Fall von Antonia Rothe-Liermann, Miss Emma Jency, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird.
Hilfe, ich bin Arzt. Das ist auch eine Serie. Und ja, das ist halt so eine Krankenhausserie, wo es darum geht, dass ein Mädchen halt Ärztin oder sowas werden möchte. Ich weiß es ja selber nicht, ich habe sie selber noch nicht gelesen, aber in den verschiedenen Büchern geht sie halt auch die verschiedenen Bereiche durch, die es halt beim Arzt sowas gibt. Und ja, auf jeden Fall, das bin ich mal echt gespannt und freue mich schon mega, das zu lesen. Dann habe ich das hier gekauft und zwar ist es von Christina Kuhn, Das Tal, das Spiel Season 1. Also das ist auch der erste Band von der Serie und das klang immer so spannend. Da geht es irgendwie um so ein College, irgendwo halt und das taucht doch nirgendwo auf, dieses College, und da passieren komische Sachen und ja, deswegen bin ich schon sehr gespannt, das zu lesen und freue mich da auf jeden Fall auch sehr drüber. Und dann kommen wir zu dem letzten Buch und zwar ist das hier von James Patterson, Heartbeat Love, ist auch ein Roman und da geht es halt einfach um so einen Roadtrip zwischen zwei Freunden, die auch schon immer irgendwie verliebt waren ineinander, und auf dem Roadtrip merken sie dann, dass sie, keine Ahnung, dass sie einfach jede Zeit oder jeden Augenblick genießen sollten. Wie gesagt, ich weiß es ja auch immer bloß von dem, was hinten drauf steht. Aber hier freue ich mich auch schon mega drauf, das zu lesen. Und ja, das waren meine neuen Bücher, die ich mir jetzt zugelegt habe. Ich habe mir noch viel, viel mehr zugelegt, ja, aber das waren jetzt die, die ich in der letzten Zeit bestellt habe. Und es war halt meine erste Rebuy-Bestellung, deswegen dachte ich mir, ich zeige euch die einfach mal. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein paar neue Bücher vorstellen oder sowas. Und ja, die Preise, die variieren halt ziemlich zwischen 1 Cent bis 6 Euro war alles dabei. Und ja, dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox unten natürlich. Und ich werde euch Rebuy mal ganz oben verlinken. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.